Jo, hallo Leute, was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Build Empire City. Und ja, meine lieben Freunde, heute geht's in gewohnter Gemütlichkeit weiter. Ich hatte in den letzten Tagen mal ein bisschen weiter rumgebastelt an dem Einkaufszentrum, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben waren. Ja, mir ist irgendwie auch aufgefallen, dass dieses Einkaufszentrum so von der Grundfläche her doch noch relativ zwergenartig aussieht. Also es könnte meiner Meinung nach doch nochmal ein bisschen größer werden. Aber ich habe es mir auf jeden Fall so vorgestellt, dass der Bereich, den wir da jetzt gerade so bauen, dass das so ein Teil ist, und dann wird das halt so verbunden mit so Gängen und so weiter zu anderen Gebäudeteilen. Und jeder Gebäudeteil hat so seinen eigenen Stil, nenne ich es jetzt mal. Und da hatte ich irgendwie Bock drauf, das mal so zu machen. Alles aber in Sandstein gebaut, das muss ich dazu sagen. Also es sollen jetzt nicht verschiedene Rohstoffe sein, die wir da verwenden für dieses Gebäude, sondern soll im Prinzip alles aus Sandstein sein. Und ja, in dieser Folge widmen wir uns der Außenfassade. Die habe ich versucht, so ein bisschen, ein bisschen cooler zu gestalten, als sie jetzt ist. Und ihr könnt dann ja am Ende des Videos mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet, ob euch die so taugt. Und ja, da, so viel dazu. Dann kommen wir auch mal zum Thema, und zwar zum ersten Punkt mit dem Server, mit dem Community-Server. Da hatten ja auch wieder einige geschrieben, ja, wir wollen den Server haben. Und ich habe ja zusammen mit einem Zuschauer auch das Ganze mal gestartet. Also ich habe jetzt mal einen Server besorgt, beziehungsweise er hat erstmal testweise einen Server besorgt. Und wir werden das jetzt so machen, dass einfach die Leute, die jetzt Bock auf den Server haben, die sollen mir einfach mal in Skype schreiben, dass sie halt interessiert sind am Server und da mitbauen möchten. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir in Skype so eine Konfi quasi machen, um das einfach mal zu besprechen, ob wir eine neue Map nehmen, ob wir irgendeine von meinen alten Maps nehmen, was wir überhaupt bauen wollen, wie wir das Ganze machen wollen und so weiter. Das würde ich dann gerne in Skype bequatschen. Und zur Slotgröße, also der Server ist jetzt nicht der größte, das muss ich dazu sagen, es sind gerade mal 10 Slots, allerdings kann man die ja bei Bedarf auch noch erweitern. Ich dachte, 10 sollte eigentlich reichen, also jetzt für einen Anfang. Und ja, ich hoffe, dass das dann klappt. Mit dem Server, also die IP werde ich jetzt hier nicht irgendwie verlinken oder so, die gebe ich euch dann in Skype, den Skype-Namen, den blende ich euch jetzt auch nochmal ein, beziehungsweise steht dann auch nochmal in der Videobeschreibung, dass ihr da einfach Bescheid wisst, mich adden könnt und mich einfach anschreibt, jo, ich bin beim Server dabei, und dann auch nicht einfach just for fun, jo, ich bin dabei, und dann ist man doch nicht dabei, sondern sollte schon safe sein, weil wie gesagt, wir haben nur 10 Slots und ich habe jetzt keine Lust, dann irgendwie 25 Slots zu kaufen. Dann sind wir trotzdem nur 10 Leute, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, so viel dazu. Also das Ganze läuft dann hoffentlich. Vielleicht kommen auch mal Videos dann vom Server, je nachdem, wie das da so läuft. Und dann gab es noch ein Event, was jetzt mittlerweile auch wieder eine Woche her ist. Und zwar gab es ein YouTuber-Treffen im kleineren Kreise in München. Und da war ich natürlich auch vertreten, ich als riesiger, weltbekannter Videomacher oder beziehungsweise Videoproduzent war da natürlich auch am Start. Nee, Spaß beiseite, ist eigentlich auch nichts, nicht viel zu sagen. Es war einfach so ein Event, wo es darum ging, halt mit anderen YouTubern zusammen sich einfach mal zu treffen, ein bisschen zu quatschen, was man so optimieren könnte, was man überhaupt bei YouTube noch optimieren kann. Und so als Gäste waren halt dann unter anderem die Noobtown Monkeys da, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Ganze ziemlich cool, weil ich schaue so die Videos von denen schon, und dann stehen sie halt auf einmal so vor dir, und ja, ist halt irgendwie immer wieder ziemlich komisch, keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem was mir sehr gut gefallen hat, dass das echt so ein Treffen im wirklich kleineren Kreise war. Also jetzt nicht so wie wahrscheinlich beim Videoday mit 3 Milliarden Fans, und da kannst du dann schnell Autogramm, Foto machen und dann kannst du eigentlich weitergehen, weil so viele Leute um dich rumstehen. Nee, das war dann nicht der Fall, es war einfach so ein gemütliches Beieinandersein, nenne ich es mal, und dann quatschte halt mit denen. Und erzählt man natürlich auch, dass man auch Videos macht, und ich fand das dann eigentlich auch ganz cool, hatten mir dann noch viel Erfolg gewünscht bei meinen Projekten.
Und ja, dann so im weiteren Verlauf lief dann auf einmal noch Mr. Trashpack da um die Ecke und mit dem konnte man dann auch ganz normal mal reden und das war irgendwie so ein wirklich, ja, schon fast so ein Erlebnis. Das war anders als bei der Longboard-Tour, ist auch verständlich. Bei Longboard-Tour am Ende, da waren so viele, vor allem auch kleine Kinder am Start und jetzt bei dem Event war es doch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr anders einfach. Es waren weniger Leute, es waren so, ich glaube, so um die 100 Leute gerade mal und dann halt noch die YouTuber dabei und ja, ich weiß nicht, ich fand's cool und bin mal gespannt, also vielleicht beim nächsten Treffen werde ich dann da auch nochmal vorbeischauen, wenn ich Zeit habe und dann, wer waren da noch dabei, dann war hier der Open Mind, ich weiß nicht, vielleicht kennt den auch der ein oder andere und auch hier der Just Ketchup Animation, der war auch am Start und ja, es war eine coole Sache. Dann haben hier noch die Noobs, haben dann hier noch ein kleines Breakdance-Battle hingelegt. Das war auch echt krass. Also es mal so live zu sehen. Ich weiß nicht, hatte davor noch nie Breakdance so live gesehen. Also von Leuten, die es auch wirklich können. Und bei denen hat man gesehen, die haben es ordentlich drauf. Werde ich, denke ich, auch nochmal im Wochenbericht dann so einen kleinen Ausschnitt aus dem Video reinpacken, dass ihr euch das auch mal kurz anschauen könnt. Und ja, das war auf jeden Fall ein cooler Tag mit den Noobs, Mr. Trashpack, Just Ketchup Animation und Open Mind und halt diversen anderen YouTubern aus München und der Umgebung. War eine coole Sache einfach und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und ja, jetzt sind wir auch mittlerweile fast am Ende des Videos. Ihr seht, die Fassade steht mehr oder weniger. Ja, also ich habe so ein bisschen rumgespielt, habe versucht mit Treppen irgendwas hinzukriegen, aber das habe ich dann irgendwie doch dann eher sein lassen, weil ich fand, das sah jetzt nicht ganz so geil aus. Was ich immer bei so Gebäuden schwierig finde, ist das Dach irgendwie cool hinzubekommen, aber das werden wir dann in den nächsten Folgen sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch freut's, dass wir jetzt einen Server theoretisch hätten. Der muss halt jetzt nur noch genutzt werden. Und ja, aber bin ich relativ zuversichtlich, dass das klappen wird. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.